Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wizard 101. Heute mal wieder mit dem Startbildschirm hier, der jedem, der Wizard 101 spielt, bekannt sein dürfte. Den hatten wir öfter mal im Laufe des Let's Plays, um den Einstieg zu finden, um nochmal zu gucken. Ja, Kevin Kupferknospe, Stufe 97 bin ich. Prometheus der Pyromantie. Ich bin in der Purpurschlucht. Hier sitzt immer noch der Dingenskirchen vom Bendix. Der hat wahrscheinlich schon einen offenen Hintern, also doppelt offen, weil er so sich die Arschritze platt gesessen hat, weil er nicht bewegt wird. Ja, aber gut, vielleicht findet der Bendix ja irgendwann zudem. Bis dahin werden wir hier weiter für Unheil sorgen in der Spirale. Wir müssen Ziegenweber-Milchfäden sammeln. Wow. Ziegenweber-Milchfäden. Hört sich ein bisschen ekelhaft an. Keine Ahnung, was das für eine abartige, perverse Sache ist. Kapitän Ktorjol. Bin mal gespannt, wie die Synchronsprecher den aussprechen, den Namen. Ktorjol. Da haben sich die Eltern wirklich... Ah, guck mal hier. Perfekto, nach Bastei. Da haben wir ja ein Teleportationsportal. Wo sind wir denn hier? Mhm. Das kann man ja gut erkennen mit diesen komischen Viechern. Schön, schön. Ziegenweber-Milchfäden müssen wir sammeln. Das kriegen wir wohl hin, oder? Wo sind sie denn? Sind das diese Dinger da? Aha, guck mal hier. Ganz viele Gegner, wo ich wahrscheinlich wieder... Was? Das war's schon. Wo ich gegen kämpfen muss. Was seid ihr denn überhaupt? Alte Stümpfe. Und ihr seid Himmelsrufer. Na dann, sprechen wir mit dem Dorian augenklar. Und machen ihm mal klar, dass wir das gesammelt haben. War ja wirklich sehr, sehr schwer. Nicht. Ich komme gerade frisch vom Rocket League spielen und bin noch ganz... brassig deswegen. Noch so ganz hibbelig, weil das so ein Tempo hat, das Spiel. Und jetzt bin ich hier bei Wizard 101 und schleiche hier so vor mich hin und denke so, gemacht. Wie soll man denn damit arbeiten? Ich schätze, die Grabedrohnen wissen, wie man diese verfolgt. Sauber machen, du Schlaumeier. Ich versuche weiter mein Glück, aber ich bitte dich, einige Grabedrohnen um Rat zu fragen. Und wir akzeptieren kein Ö als Antwort, klar? Das finde ich allerdings lustig. Das finde ich mal lustig. So, Grabedrohnen, ihr Grabedrohnis. Was haben wir denn hier ausgerüstet? Aktuell das Bosskartenspiel. Nein, das können wir natürlich nicht nehmen. Haben wir hier, was haben wir hier drin? Bliblablub. Ich gucke genau, es sind Todesgegner. Fass mit Kermesfeuer. Hatte ich das schon mal eingesammelt? 3 muss ich besiegen. Na gut, also muss ich 2 Kämpfe bestreiten. Auf! Mein edler Recke aus Wizard City. Der du nun schon so lange ungewaschen kämpfst und kämpfst und kämpfst. Derweil öffne ich mal die Kommentare. Aber es dürfte eigentlich kaum neue Wizard 101-Kommentare geben. Denn es gab heute ganz mehrere Outlast-Kommentare. Weil heute die letzte Folge kam. Wer sie nicht gesehen hat, sollte sie gucken. Anschauen. Na denn, jetzt gleich. Werde ich auch das Whistleblower anfangen. Oh yes! Bin schon so heiß. Hab ich schon richtig Lust. Was wollte ich? Kommentare, genau. Weil wir hier nun einem leidigen Straßenkampf nachgehen. Facebook? Nein. Ich hasse Facebook. Facebook ist so eine Plage irgendwie, oder? Ich frage mich, wo wir in 50 Jahren sind. Aber in 50 Jahren bin ich 83. Oh. Ob ich so alt werde, ich weiß es nicht. Es kann so viel passieren. Irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl.
glaube, dass ich so Mitte 70 werde. Irgendwie habe ich das so im Bauch. Keine Ahnung. Meine Opas sind nur so alt geworden. Naja. Und die Männer in meiner Familie leben alle nicht besonders. Also, die werden schon alte Opis, aber jetzt nicht so uralt, ne? Keine Methusalems. So ein bisschen länger hätten sie alle noch leben können. Deswegen, ich weiß nicht, ob ich in 50 Jahren noch lebe. Dann sagen wir mal in 40 Jahren. Hoffen wir, dass ich 73 werde, gesund bleibe. Und ja, wo wir dann sind mit dem Internet. Weil Internet in der Form ist ja wirklich jetzt noch nicht so lange. In der weiterführenden Schule habe ich das erstmal so richtig. Oder in der 9. Klasse, ich weiß nicht, Ende der 90er, sagen wir mal so rund 2000, so um die 2000. Da fing ja auch Google erst so richtig an, groß zu werden. Klar gab es Internet vorher schon, aber da wurde es langsam so gesellschaftsfähig. Also sagen wir seit 16, 17, 18 Jahren, ne? Und in der Zeit hat sich viel getan im Internet, sehr, sehr viel. Und wie wird es dann aussehen in 40 Jahren? Wie wird es dann aussehen? Was macht Facebook? Was macht YouTube dann? Ist Google ein Weltkonzern? Ist Google jetzt schon? Ist Google dann noch größer? Ich weiß es nicht. Es kann so viel passieren in so kurzer Zeit. Guckt euch mal zum Beispiel hier iPhone an, ne? Das iPhone wurde 2006 der Welt präsentiert. Wow! Das ist ja krass. Ne? Smartphone wurde gesellschaftsfähig. Tolles Wort. Und wir haben jetzt 10 Jahre, 11 Jahre später und Smartphones. Wer hat kein Smartphone mehr? Ne? Kaum noch jemand. Smartphones sind überall. Es gibt Milliarden Apps für Smartphones. Es gibt nichts, was du mit einem Smartphone nicht machen kannst. Naja, fast nichts. Will ich jetzt nicht sagen. Ist ja hier nicht ab 18 das Spiel. Und ja, das in gerade mal etwas mehr als 10 Jahren, diese Entwicklung. Und vergleicht man zum Beispiel heutige Smartphones mit dem ersten iPhone, ist das Steinzeit. Das ist so krass. Das ist so krass. Was in dieser kurzen Zeit geschehen ist. Deswegen, ich bin so gespannt auf diesen technischen Fortschritt und ich hoffe, ich werde noch viel davon erleben und ich wünsche euch auch, dass ihr das alle noch gesund übersteht, euer Leben. Naja, aber das ist ein Thema, das ist sehr weitläufig, sehr komplex, so Lebenserwartung, Lebensspanne etc. Das wollen wir jetzt hier nicht auspacken. Da ist er wieder. Da ist er wieder, der berühmte Gähner. Hi Gähner, schön, dass du auch wieder dabei bist. Wollte ich nicht eigentlich Kommentare vorlesen? Wie bin ich denn jetzt schon wieder auf dieses Thema gekommen? Naja. Army Armor on Fire schreibt zu Outlast. Soll ich euch die Outlast-Kommentare überhaupt vorlesen? Das macht keinen Sinn. Nö, die Outlast-Kommentare gibt's, wenn überhaupt, im Outlast-Let's Play, aber Outlast und andere Spiele aus diesem Genre eignen sich nicht, um Kommentare vorzulesen. Rocket League eignet sich auch nicht, um Kommentare vorzulesen. Aber hier so rundenbasierte Spiele, RPGs, Final Fantasy würde sich auch eignen, um Kommentare vorzulesen. So Sachen, wo man halt auch warten muss, auf die Züge des Gegners. Das eignet sich dafür. Action-Spiele eher nicht. Zusammenfassend kann ich sagen, den Leuten hat die letzte Outlast-Folge sehr gut gefallen und mir hat das Spiel auch sehr gut gefallen. Und ich würde sehr gerne Resident Evil 7 spielen, aber es wird zu teuer. Ganz ehrlich, haben wir schon drüber gesprochen, ne? So, was haben wir denn hier noch? Ganz, ganz viel Outlast. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Kommentare. Justin Schumacher freut sich, dass ich mit Rocket League angefangen habe, weil er meine Videos sowieso liebt.
Let's Pudding sagt, ich bin Lieblings-YouTuber. Schade, dass das Let's Play zu Ende ist. Tja, jetzt kommt Whistleblower. Aber wir gucken mal weiter. Was seit gestern, seitdem ich hier Kommentare vorgelesen habe, noch dazugekommen ist. Isas Light hatte geraten, hat der Controller etwas mit dem Horrorspielprojekt Resident Evil zu tun. Alle sind heiß darauf. Frag Leutnant Zurusch. Tja, Leute, hätte ich gewusst, dass mich tatsächlich viele Leute darauf ansprechen, ob ich Resident Evil 7 spiele, hätte ich das im Vorfeld gewusst, hätte ich ein bisschen Geld beiseite gelegt. Ich meine, ich bin jetzt nicht bitterarm, ne? Ich könnte jetzt auch sagen, okay, ich kaufe mir für 50 Euro das Spiel, aber ich brauche es auch ein bisschen, gerade für andere Dinge und Sachen. Nee, es ist mir einfach im Moment nicht wert, so viel Geld dafür auszugeben. Wie praktisch, ich kann von hier unten spielen. Hätte ich das auf jeden Fall gewusst, hätte ich mich darauf vorbereitet und gesagt, okay, ich gebe mein Geld, was ich jetzt aktuell mir anspare, nicht für zum Beispiel Ingame-Material für Rocket League aus oder Outlast als Download-Content. Hätte ich gesagt, okay, kaufe ich mir Resident Evil. Aber jetzt spielen das auch schon bist so viele Leute. Irgendwann kommt es bestimmt mal. Wir sprechen mit Sukush. Du willst gar nicht kämpfen? Na, auch gut. Du hast dich in den Milchfäden verheddert. Ja, die sind ziemlich zäh und klebrig. Ja, finde ich auch. Ich meine, ich verstehe, so gut es geht. Man kriegt sie so schlecht von den Füßen. Saskia Stahlweberin hat sicher eine Idee. Sie fertigt allerlei Dinge aus dem Zeug. Lass mich kurz nachdenken. Meine Leute haben mir neulich irgendetwas über sie erzählt. Ach genau, sie ist in der Wollbauchhöhle. Hatte ich erwähnt, dass das Rotbiest sie entführt hat? Ich sitze irgendwie blöd auf meinem Stuhl. Monster. Viel Glück. So. Ja, 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 ja. Viel Glück. Jo, ich muss jetzt mal hier meine Decke wieder richtig machen. Hier ist eine Decke. Mein Stuhl ist so furchtbar niedrig. So dass ich eine Decke und mein damals mir geschenktes Minecraft-Kissen da liegen habt, damit ich ein bisschen höher sitze. Ja. So, oi, schon besser. Schon viel besser. Gut. Finde Wollbach-Bauchhöhle. Wollbauchhöhle. Warum kann ich das nicht aussprechen? Fabian Licht ist online. Schönen guten Tag, Herr Licht. Toll, dass ich jetzt einmal hier drum rumlaufe. Ach man, ist das hier eine blöde Latscherei, oder? Kann ich nicht runterspringen? Das wäre toll. Aber es ist nicht möglich. Deswegen laufen wir jetzt schön brav hier entlang. In die Wollbauchhöhle. Das ist es nicht. Was? Aha. In der Wollbachhöhle erwartet uns ein Kämpfchen, oder was? Wir machen jetzt mal hier. Wir markieren mal die Position. Und gucken uns mal hier gerade noch ein bisschen um. Boah. Da gehe ich aber gefährlich nah an den Gegnern vorbei. Geht's denn hier überall noch lang? Eine Schatztruhe, das hatten wir ewig nicht mehr. Ich hatte übrigens auch ganz lange keine Silbertruhe mehr, ne? Wow. Viel Geld bekommen. Total viel. Was müssen wir noch machen? Dip, dip, bom. Finde Sansa Baubrecherin. Mandibelhöhle. Wollbauchhöhle. Grille finden. In der Purpurschlucht noch eine Chrysantheme. Habe ich die nicht schon gefunden? Na, gucken wir später. Na gut, das war's schon. Nö. Dann machen wir das einfach mal in der nächsten Folge, dass wir in die Wollbauchhöhle gehen. Was auch immer sich dort zuträgt. Ich bin gespannt. Gut, dass ich das jetzt markiert habe, aber egal. Ne, komm, wir gucken einmal rein. Einmal gucken,
Huch. Einmal gucken, worauf ich mich einrichten darf. Was ist das für ein Gestank? Ein Zauberwerker? Ich dachte, die riechen bloß Mythos. Von innen schlecht. Das war ein großer Gegner diesmal. Rotbiest, Rang 12, Endgegner. Mythos. Leute, beim nächsten Mal sehen wir, glaube ich, hier, wie es weitergeht. Ich bin gespannt. Schöner Gegner. Macht's gut. Ciao.